Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander Prophecy. Jawohl, letztes Mal haben wir die Zerstörereskorte eines Kreuzers oder so ähnlich zerstört. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns dem Kreuzer selbst zuwenden, der unbedingt verhindern möchte, dass wir ins Harass-System springen und uns der Kommunikationsstation annehmen, die dort nicht mehr sendet. Koch, aber in der Küche melden. Ja, seht selbst. Also gut, fangen wir an. Obwohl die Angriffe auf die Zerstörer der Eskorte erfolgreich waren, nähert sich der feindliche Kreuzer immer noch mit Höchstgeschwindigkeit der Position der Midway. Hawks Flügel Charlie wird als Jägerschutz für die Midway eingesetzt. In der Zwischenzeit wird ihr Flügel Alpha unter Maniacs Kommando Flügel Bravo bei dessen Aufgabe, den Kreuzer zu zerstören, beschützen. Nachdem sie ihre Aufgabe erledigt haben, kehren sie hierher zurück und helfen beim Schutz der Midway. Es waren wohl diese feindlichen Kräfte, die eine ganze kileratische Flotte vernichtet haben. Der Erfolg unseres Einsatzes ist lebenswichtig. Das zeigt nur wieder das Katzenabsicht. Sie haben jetzt Ihre Einsatzziele. Tun Sie Ihr Bestes. Jawohl. Sie können wegtreten. Und wir sind wieder im Wasp unterwegs. Das heißt, wir haben wieder Schwärmerraketen. Jawolligen. Hey. Das ist nochmal eine lustige Angelegenheit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Erledigen okay. Sie die Jäger, erst dann können wir die Schweiße für die Bravo die Kreuzer vernichten. Auf was wartet ihr noch? Okay, Missile, nehmen wir mal die Image Rex, und Mücken jagen. Um die Skate, als erstes mal den Skate zu vernichten. Genau, jetzt gibt's Ärger. Wieder mit dem Booster, erstmal voll draufhalten, achso, voll ganz. Mein Flügel, und bitte um Statusbericht. Mir geht's Rex. Gut. Status ist grün. Ich bin voll da. Komm nur her. Ich brauche einen Statusbericht. Sie müssen diesen Bomber erledigen, bevor er und in die Feuer kommt. Die Patrouillen kümmern sich um die Jäger, wie sie sich um die Schäden. Und nochmal. Alles in Ordnung. Moment. Nicht ein einziger Kratzer. Erstmal diesen Skate weghauen, ja? Das ist wichtig. Und das war's. Jetzt haben wir diese kleinen Kackviecher noch hier. Die sind aber keine Bedrohung für mich in meiner Panzerung. Leider ist 1400 auch die höchste Geschwindigkeit, die wir hier drauf haben. Wobei der Wasp eigentlich gar nicht so langsam ist. Der hat doch ein ganz ordentliches Tempo drauf, aber er sieht ja ein Treffer genügt, um diese Mistviecher auszuradieren. Feuere Rakete! Ihr gebt einfach nicht auf! Also, und wenn der Skate erstmal weg ist, Arbeit, Lieutenant. Also der Hauptskate weg ist, dann ist die Midway auch nicht mehr in Gefahr. Jetzt müssen wir noch die Mantas hier ausradieren. Und dann sind wir auch schon fast Autsch, durch. Das muss wehtun. Na komm schon. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu viele Missiles verschwenden, weil wir nächstes Mal noch eine Korvette abzuschnallen haben. Dafür brauchen wir meine Raketen noch. Auch wenn der Wasp genug starke Kanonen hat, um das eigentlich so zu schaffen. Ich hätte beim letzten Mal gesehen, dass ich da 36 Dragonflies reingehauen habe und dann immer noch hinterher ballern musste. Aber der Wasp ist noch ein bisschen stärker als der Tiger Shark. Von daher sollte das nicht das Problem darstellen. So wie dem auch sei. Ich werde jetzt eben alle Gegner in dieser Zone vernichten. Und mich dann melden, sobald das erledigt ist. Bis gleich. Okay, das waren die Jäger. Jetzt haben wir noch die Geschütztürme auf der Hydra. Irgendwo ein Schildgenerator, Raketenwerfer. Die sind zuerst dran, die Raketenwerfer, die sind wichtiger. Bis die erstmal aus dem Weg geräumt sind. Dann gucken wir mal, was so los ist. Habe ich noch Raketen? Ach guck mal, ich habe nicht mal eine Schwärmerrakete verwendet. Das ist ja doof. Schafft mir die Türme vom Leib! Ja, ich komme ja schon. Papi ist ja unterwegs. Mach dir mal nicht so viele Gedanken da. So. So, komm her hier. Dieses Wrack entkommt uns nicht. Jawohl.
oder Stiletto sammeln rum. Ziel erfasst! Feuern! Ja, 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 du machst es schon. Stehe unter Beschuss von Geschütztürmen. Bomben abwerfen! So, gut, der ist erledigt. Nächster. Ja, Baby, die Brücke ist weg! Okay. Ist ja noch ein paar Schwärmerraketen raushauen. Ja, ja, ist ja egal. Die Bombe ist jetzt keine Gefahr mehr. Den habe ich ja schon zerstört, den Bomber. Und jetzt haben wir noch diese paar Gates hier. Ach komm, Schwärmerrakete. Einfach weil ich es kann. Weißt du, einfach weil ich es kann. Und das war's. Geschafft. Also, easy going missions. Das ist der letzte von ihnen. Ja. Ausgezeichnet, das haben sie gut gemacht. Der Captain hätte die Sache fast abgeblasen, aber sie haben uns gerettet. Ja, doch. Ich weiß, dass ich gut bin. Danke. Schon mal was von dem Wort Formation gehört? Verstanden. So, dann landen wir mal wieder. Und wir gucken einfach mal, was wir jetzt so auf dem Schiff noch an Gesprächen haben. Sobald wir durch die Landesequenz durch sind und sobald Case sich das Gequatsche von Rachel angehört hat. Oh, kein Gequatsche von Rachel? Gut. Okay, gucken wir uns mal an. Wie sieht's aus? 82% gesamt. Wir haben 76% der Geschütztürme vernichten, haben wir nicht geschafft. Wir haben nur einen abgeknallt. Und wir haben auch nicht so viele Jäger abgeknallt, weil ich meine Schwärmerraketen viel zu spät benutzt habe. Das ist ein bisschen doof gewesen. Aber wir haben die feindlichen Bomber vernichtet und wir haben die Vernichtung des Kreuzes sichergestellt. Wir haben die Shrikes verteidigt und wir haben die Korvetten vernichtet. Casey. Na, Leute? Ist was? Du weißt es wohl noch nicht. Dallas ist nicht zurückgekommen. Oh nein. Wir werden es nicht schaffen, oder? Nicht, wenn wir nicht zusammenhalten. Fest zusammenhalten. Los, komm mit. Verdammt. Oh, CD2 einlegen, um weiterzuspielen. Das mache ich doch gleich mal. Und wir sind jetzt im Hurrah-System. Lass mich mal so ausdrücken. Wenn man jetzt bei der letzten Mission einen Punkt nicht schafft, zum Beispiel Midway beschädigt wird, dann fliegt man automatisch mit Dallas und bekommt auch seine Vernichtung mit. Deswegen war ich eben gerade etwas irritiert, dass Dallas jetzt tot ist. Und die Zwischensequenz ist auch eine geringfügig andere. Wir haben uns hier versammelt, um unseren Toten die letzte Ehre zu erweisen. Es waren Männer, die das beschützt haben, was uns allen lieb und teuer ist. Wir trauern um ihren Verlust. Wir geloben, dass ihr Tod nicht umsonst war. Sie kehren nun dahin zurück, woher sie gekommen sind, zu den Sternen. Und so mögen uns die Sterne immer an ihr Opfer und an unsere Pflicht erinnern. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Amen. Wir haben heute ein paar gute Piloten verloren. Und gute Menschen. Ja. Willkommen in der wunderbaren Welt des Raumkampfes. Und dann kam ich von hinten und habe ihn überrascht. Und peng, habe ich ihn platt gemacht. Tut mir leid. Hören Sie doch auf, Maniac. Ach, naja, das würde ich ja gerne, Meister. Aber wenn ich zu lange aufhöre, dann könnte mich einer von euch auf der Abschussliste überholen. Das wird euch gefallen, hä? Haben Sie doch etwas mehr Respekt vor dem Tod. Sir. Habt ihr das gehört? Er hat es gewagt, sein Maul aufzureißen. Wenn du denkst, dass ich damit aufhöre, nur weil so ein paar unfähige Jungspunde ins Gras gebissen haben, dann... Du. Darf ich reinkommen?
Ich habe von Ihrer Auseinandersetzung gehört. Sehen Sie, ich kenne Maniac schon sehr lange. Er ist sehr gut. Und er versteht es, seine Gefühle hinter heißer Luft zu verstecken. Aber er hat das Herz am richtigen Fleck. Sie sollten das nicht so ernst nehmen. Sind Sie hier, um mich zu verhaften, Sir? Was? Nein, nein. Nein. Ich habe mich mit der CAG unterhalten. Ich denke, sie lässt den Vorfall auf sich beruhen, da sie ihn auf den derzeitigen Stress zurückführt. Aber ich würde es nicht nochmal tun. Überschütten Sie mich nicht mit Dank. Tut mir leid, Sir. Ich dachte, dass alles anders wäre. Was? Das hier, einfach alles. Als ich noch auf dem Flugplan stand, mit den anderen geflogen bin und genau wie Sie Risiken eingegangen bin, da hat es mir auch nicht viel ausgemacht. Aber dann wurde mir klar, dass wir jeden Tag mit dem Tod fliegen. So ist es. Wir kämpfen. Wir mühen uns ab. Wir verlieren Freunde. Das wurde mir klar, als ich jemanden verlor, der mir sehr nahe stand. Wann war das? Also ungefähr vor 4000 Jahren. Was Sie da draußen tun, ist wichtig, Casey. Es ist so verdammt wichtig. Es ist wichtig für die Männer, für das Schiff und unsere Heimat. Lassen Sie nie zu, dass Ihnen bei Ihrer Arbeit einer in die Quere kommt. Das hört sich fast so an, als wären Sie neidisch. Vielleicht bin ich das auch. Vielleicht bin ich das. Ja, endlich mal wieder ein vernünftiges Stück Zwischensequenz. Werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Abschlussliste. Und Maniac ist tatsächlich 2 Kills vor mir. Das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall war diese Zwischensequenz überaus amüsant. Und kommt zumindest ansatzweise an die Qualität der Vorgängerspiele heran. Aber solche Szenen sind in diesem Spiel leider die Ausnahme. So, hier gibt es sonst keine weiteren Gespräche. Ich werde mal kurz noch das Spiel abspeichern. Wir sind jetzt in Russ. Speichern. Okay, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander Prophecy. Bis dann.